Die meisten Agenturinhaber da draußen von Social Media und Online-Marketing-Agenturen haben Riesenprobleme in ihren Verkaufsgesprächen. Ja, sie kriegen es einfach nicht hin, in ihrem Verkaufsgespräch den Kunden auch direkt abzuschließen. Dadurch verlieren die Agenturinhaber, du kennst es wahrscheinlich von dir selbst, meistens sehr, sehr viel Geld und auch sehr, sehr viel Umsatz und Gewinn. Und die meisten wissen einfach nicht, dass genau das an drei wichtigen Aspekten liegt, ja, die meisten einfach nicht beachten. Und dementsprechend werde ich dir heute in diesem Video einfach mal diese drei Punkte, diese drei Aspekte an die Hand geben und werde dir genau erklären, wie du diese Punkte mit in dein Verkaufsgespräch mit einbauen kannst. Und du wirst sehen, du wirst direkt auch in den nächsten Verkaufsgesprächen auf einmal deine Kunden direkt abschließen können und dementsprechend auch durch dieses Video hier in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Umsatz machen können mit deiner Agentur. Wirklich wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass ich mir diese Punkte jetzt nicht irgendwie ausgedacht habe oder so, sondern das sind genau die Punkte, die ich immer wieder sehe, wenn Agenturen zu uns kommen. Ich beispielsweise habe selbst damals mit 18 Jahren meine erste Social Media Agentur gegründet und habe tausende Verkaufsgespräche geführt und wie gesagt, mittlerweile helfen wir auch vielen Leuten genau dabei, ihre Agentur aufzubauen, ihren Vertrieb auszubauen und so weiter. Und dementsprechend haben wir auch hier mehreren tausend Menschen schon geholfen und dementsprechend kann ich dir genau sagen, an was es liegt und dementsprechend kann ich dir nur ans Herz legen, versuch heute direkt diese Punkte bei dir mit einzubauen und du wirst sehen, du wirst einen riesen Unterschied in deinen nächsten Gesprächen herauskristallisieren. Kommen wir direkt zu Punkt Nummer 1. Und zwar Punkt Nummer 1 ist die Vorbereitung und auch wie du das Gespräch grundsätzlich angehst. Du solltest grundsätzlich nicht davor schon eine ewig große Strategie erstellen, ja, dass du schon mal direkt bis im Detail alles in eine Präsentation reinpackst, ja, irgendwie eine PowerPoint-Präsentation und so weiter. Das macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, weil du hast das Gespräch ja noch gar nicht geführt. Dementsprechend weißt du ja auch noch gar nicht, was dein Kunde eigentlich wirklich bis im Detail benötigt. Und eins der schlimmsten Dinge, die du als Verkäufer machen kannst, ist dem Kunden etwas verkaufen, was er gar nicht braucht. Ja, weil dann wird er dir nicht zuhören, ja, er wird sich emotional auch nicht abgeholt fühlen und dementsprechend wird der Kunde auch niemals kaufen. Dementsprechend nie irgendwie eine PowerPoint-Präsentation am Anfang erstellen, sondern geh relativ offen ins Gespräch rein. Ja, schau dir davor schon die ganzen Social-Media-Kanäle an, aber geh relativ offen ins Gespräch rein und stell erstmal Fragen. Ja, stell dem Kunden erstmal die Frage, was der Kunde überhaupt will. Ja, was war der Grund, warum er überhaupt mit dir das Gespräch möchte? Warum will er Social Media machen? Ja, möchte er mehr Mitarbeiter gewinnen? Möchte er mehr Reichweite aufbauen? Ja, möchte er seine Konkurrenz überholen, mehr Neukunden gewinnen? Möchte er günstiger Neukunden gewinnen? Ja, was ist der wirkliche Grund, warum dein Kunde Social Media machen möchte? Ja, was ist auch das langfristige Ziel von deinem Kunden? Das ist mal das Erste und Wichtigste, was du herausfinden musst. Wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du natürlich dein Gespräch dementsprechend auch ein bisschen in verschiedene Richtungen leiten. Ja, wenn du weißt, okay, dein Kunde will jetzt mehr Mitarbeiter gewinnen oder mehr Neukunden gewinnen, dann erklärst du ihm natürlich Social Media genau anhand dessen, ja, dass du ihm zum Beispiel erklärst, warum man mit Social Media relativ gut Mitarbeiter gewinnen kann oder warum es die günstigste Methode ist, um beispielsweise Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache. Du musst immer auf den Kunden individuell reingehen und dann kommen wir eben auch schon zu Punkt Nummer 2. Ja, Punkt Nummer 2 ist dann, wenn du deine Dienstleistung grundsätzlich vorstellst. Und hier ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, du musst bei einer Social Media Agentur als Verkäufer nicht alles im Detail wissen zum Thema Ads, zum Thema Social Media Marketing und so weiter. Und du sollst deinem Kunden das auch nicht alles bis ins Detail erklären, wie Social Media funktioniert. Weil du gehst ja auch nicht in ein Autohaus rein und der Autoverkäufer erklärt dir bis im Detail, wie der Motor funktioniert. Ja, das weiß der Verkäufer gar nicht, sondern der Verkäufer präsentiert dir das Auto. Ja, du findest dementsprechend das Auto schön, hast vielleicht noch ein paar Unsicherheiten, hast vielleicht noch ein paar Fragen und dementsprechend kann dir der Verkäufer dabei helfen. Und genauso ist es auch bei Social Media. Ja, du präsentierst erstmal den Sinn der Dienstleistung und verknüpfst damit eine Emotion. Ich beispielsweise bringe dort immer relativ gerne ein Beispiel, ja, ein Beispiel, was der Kunde einfach direkt mal selbst nachvollziehen kann und auch nachmachen kann. Und zwar stell dem Kunden einfach mal die Frage, hey, er hat beispielsweise jetzt irgendwelche Zahnprobleme und er muss zu einem Zahnarzt gehen und er schaut auf Social Media nach einem Zahnarzt. Account Nummer 1 ist ein Zahnarzt, der beispielsweise nur 5 Follower hat und lauter schlechte Beiträge, und Account Nummer 2 ist ein Zahnarzt, der hat
30.000 Follower und richtig gute Beiträge. In den Beiträgen sieht man die Mitarbeiter, dass die top qualifiziert sind, dass sie top Geräte haben in ihrer Zahnarztpraxis, dass sie auch top Expertenwissen haben, genau zu dem Bereich, warum du dorthin gehst, zum Beispiel wegen der Wurzelbehandlung oder whatever. Und dann stell dem Kunden einfach mal die Frage, zu welchem Zahnarzt würde er gehen? Der Kunde würde definitiv zu dem Zahnarzt gehen, ja, der mehr Follower hat und dementsprechend auch ihm wahrscheinlich mehr helfen kann, weil er eine bessere Qualität, bessere Geräte hat und so weiter, obwohl in der Realität der Zahnarzt mit 5 Followern ja eigentlich viel besser sein kann. Er hat sich einfach nur falsch positioniert und vor allem auch gegen Social Media gewehrt. Und genau das muss dein Kunde verstehen, ja, dass Social Media keine Option ist. Social Media ist beispielsweise nicht irgendwie ein Trend oder so, sondern Social Media ist für Unternehmen ein absolutes Muss. Denn wenn ein Unternehmen sich gegen Social Media wehrt, dann wird es langfristig untergehen, weil sie dadurch auch ihre Bestandskunden verlieren. Ja, sie verlieren dadurch auch ihre Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das ist super wichtig, dass du dem Kunden genau das einmal erklärst und dementsprechend auch einmal aufzeigst. Wenn der Kunde dann verstanden hat, ja, dass deine Dienstleistung super wichtig ist und er darauf nicht verzichten kann, dann geht es eigentlich nur noch darum, dass du praktisch deinem Kunden zeigst, dass die einzige sinnvolle Lösung ist, mit dir eben zusammenzuarbeiten. Beim Thema Social Media Marketing hat ein Kunde eigentlich immer nur 3 Optionen. Ja, Option Nummer 1 ist, der Kunde macht Social Media selbst. Das heißt, er versucht selbst irgendwie zu posten. Da habt ihr aber ja jetzt auch schon in diesem Video hier mitbekommen, dass das keine gute Idee ist, denn dann schaut der Account meistens eher schlecht aus und ein schlechter Account ist noch schlechter als gar kein Account, weil du mit einem schlechten Account auch noch die Bestandskunden und so weiter alle verkraulst und einen ersten schlechten Eindruck bei Interessenten hinterlässt. Ja, deswegen, dass die selber Social Media machen, ist einfach keine Option. Die andere Option ist dann, dass sie einen Social Media Manager einstellen. Ja, der Social Media Manager kostet aber mit Lohnnebenkosten ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat. Deswegen, es ist eine relativ teure Option. Und Option Nummer 3 ist dementsprechend mit euch zu arbeiten. Ja, ihr übernehmt zum Beispiel Social Media, den Instagram-Account für 1.500 Euro im Monat. Das heißt, ihr seid viel, viel günstiger plus bringt natürlich auch viel, viel mehr Wert, weil wenn ihr natürlich in verschiedenen Bereichen Kunden habt und auch Social Media macht, ja, dann habt ihr natürlich auch Einblick in die verschiedenen Bereiche, in die verschiedenen Algorithmen, was aktuell bei Unternehmen und lokalen Unternehmen gut funktioniert und nicht gut funktioniert. Das heißt, der Kunde hat nur Vorteile dadurch, dass du das Ganze als externer Social Media Manager, als externe Social Media Agentur eben abwickelst. Und genau das musst du dem Kunden dann aufzeigen, ja, dass die einzige wirklich sinnvolle Lösung ist, das Ganze eben mit dir zu machen. Und wenn du das schon mal hinbekommst, ja, dass du am Anfang Fragen stellst, ja, dass du relativ offen in das Gespräch reingehst, das Gespräch individuell auf den Kunden anpasst, dem Kunden zeigst emotional, warum er nicht auf Social Media verzichten kann und warum die einzigste Lösung ist, mit dir eben zu arbeiten, dann wirst du auch, wenn du diese 3 Schritte schon beachtest, in den nächsten Verkaufsgesprächen definitiv deinen Abschluss schaffen. Wichtig zu beachten ist, halte keinen Monolog. Ja, das heißt, du sollst nicht eine Stunde lang durchsprechen, sondern immer wieder Fragen stellen. Du sollst immer wieder klären, ob bei deinem Kunden alles ja, verständlich rübergekommen ist, ob er irgendwelche Fragen hat, Einwände hat und so weiter, weil ansonsten stehst du irgendwann am Ende des Gesprächs, der Kunde sagt nein, er will es nicht machen und du weißt gar nicht mehr, warum. Deswegen, bevor du immer in die einzelnen Punkte gehst, stell nochmal Fragen, ob er dazu irgendwelche Fragen hat, ob er alles verstanden hat. Aber ansonsten, wenn du es vom Aufbau her genauso angehst, dann kannst du, wie gesagt, in den nächsten Gesprächen nur gewinnen. Wenn du noch mehr zum Thema Vertrieb als Agentur und so weiter lernen möchtest, ja, wir machen auch teilweise Vor-Ort-Events, wo wir wirklich Verkaufsgespräche und Kaltakquise auch in der Praxis üben. Oder wenn du einfach mal eine kostenlose Beratung in diesem Bereich haben möchtest oder wir 1:1 mit dir deine Agentur aufbauen sollen, dann check einfach mal unten die Links in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich einfach mal für ein kostenloses Telefonat mit uns eintragen. Dann hören wir uns da schon die nächsten Tage und sprechen das Thema einfach mal durch. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere auf jeden Fall hier diesen Kanal, denn hier werden auch in den nächsten Wochen ja einiges an Content kommen zum Thema Social Media Agentur, Kundengewinn, Social Media Marketing und so weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, gib sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreib mir dein Feedback in die Kommentare, sehr, sehr gerne auch Themenvorschläge für die nächsten Videos und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Max. Ciao.